Hallo, schön, dass du wieder da bist. Hast du dir fleißig alle deine Ziele aufgeschrieben? Aufgeschrieben? Oder hast du es nur im Kopf? Heute wirst du erfahren, warum es wichtig ist, dass man Ziele auch aufschreibt und nicht nur einfach sich irgendwie vornimmt oder im Kopf hat. Und vor allem werden wir heute schauen, wie schaffen wir es, dass wir Ziele auch erreichen? Wie schafft man also einen idealen Plan dazu? Denn wenn du am Mount Everest willst, dann musst du dir irgendwie überlegt haben, wie komme ich auch dorthin? Und genau das machen wir heute. Wie finde ich mein Ziel mit dem richtigen Plan? Wie schaffe ich das also zu erreichen? Planen. Magst du das? Also sehr unterschiedlich. Es gibt Leute, die planen gerne. Vertriebsleute planen selten gerne. Die sind eher spontan, die wollen irgendwas machen. Aber meistens haben Menschen, wenn sie was vornehmen, auch irgendwie einen Plan gemacht, wie sie das erreichen können. Und das wollen wir heute einfach nützen. Aber zunächst nochmal zurück zum letzten Mal. Da ging es ja darum, klare Ziele zu haben. Und wenn du die in den wichtigsten Bereichen des Lebens hast, für das heutige Jahr, dann ist es natürlich sehr klar. Und wenn du das jetzt wirklich aufgeschrieben hast, das Ergebnis formuliert, denk nochmal dran, 100.000 Euro am 31.12. Privatvermögen, dann wäre es natürlich ein sehr klares Ziel. Und jetzt bricht man das runter auf zum Beispiel Quartale oder Trimester, auf Perioden also. Denn wenn du eine kleine Periode in Angriff nimmst, zum Beispiel, wo möchtest du stehen am 31. März zum Beispiel eines Jahres, dann würdest du das Jahresziel zunächst einmal auf eine Etappe runterbrechen. Und auf diese Etappe macht man dann einen Plan. Wie kommt man zu einem Plan? Nun, das ist die spannendste aller Geschichten. Erstens, noch einmal die Erinnerung, ein Ziel muss schriftlich sein. Und deswegen ist auch der Plan nachher dann schriftlich. Die Universität in Harvard hat es ja schön gemessen, dass der Unterschied ist zwischen Menschen, die einen Plan im Kopf haben und die schriftlich haben, dass das enorm ist. Man hat zum Beispiel geschaut, wie viel Prozent oder was wird das Abgängern einer erfolgreichen Studienklasse. Und man hat die Leute gefragt, was hast du für Ziele? Und der Großteil der Studenten vor dem letzten Jahr oder im letzten Jahr ihres Studiums, die haben eigentlich keine großen Ziele, außer dass sie Studium schaffen wollen. Und bei der Messung von Harvard ist man draufgekommen, 84% der Leute wollen einfach Studium beenden, die Feier danach. 16% hat klare Ziele auch für danach. Aber nur 3% aller Absolventen eines Lehrganges, eines Studienjahres, haben tatsächlich schriftliche Ziele. Die Unterschiede waren aber, als man 10 Jahre später geholt hat, enorm. Die Leute, die Ziele hatten, die haben viel mehr erreicht, meistens mehr als doppelt so viel verdient, wie die, die keine hatten. Und das Interessante war vor allem aber, dass die 3%, die schriftlich hatten, dort jeder Einzelne mehr verdient als alle anderen zusammen. Deswegen ist Schriftlichkeit so wichtig. Und das zählt natürlich jetzt auch für den Plan. Den besten Plan übrigens kriegt man immer dann, wenn man sich mit jemandem zusammensetzt, der das, was du erreichen willst, schon mal gemacht hast. Ich nenne das für mich persönlich so Model of Excellence. Und weil es kein schönes Wort gibt im Deutschen, so kopieren oder so abschauen ist nicht so ein tolles Wort, aber ich habe eins gelernt, wenn ich etwas gut machen will, dann schaue ich immer, wer ist in meiner Branche, wer ist in meinem Bereich der Beste, absoluter Crack, und dann setze ich mit dem zusammen und wenn ich so eine Stunde unterhalten habe und ihn gefragt habe, wie machst du das, dann hat er mir oft die beste Idee gegeben, wie ich das auch erreichen kann und dann ist es viel leichter, es so ähnlich zu machen wie er. Wenn du die Chance nicht hast, dann setze ich einfach hin und sage Folgendes. Wie werde ich mein Ziel erreichen? Und jetzt schreibst du dir alles auf, was dir einfällt. Alles. Einfach. Richtig so wie Brainstorming. Tausende Ideen, so lange du kannst. Alle Wege, die es gibt. Nicht stoppen, nicht bremsen, einfach alles aufschreiben. Wenn du alles aufgeschrieben hast, dann überlegst du dir, sag okay, von all den Sachen, was ich mir dir aufgeschrieben habe, was davon ist am chancenreichsten? Was könnte ich am besten erreichen? Also zum Beispiel hast du vielleicht ein Umsatzziel als Verkäufer. Und du sagst, was hilft mir, was muss ich mir planen, wie kann ich das am besten erreichen? Und dann sagst du, ich kann es am besten erreichen, wenn ich neue Leads aufbaue zum Beispiel und die bestehenden Kunden besuchen werde. Dann hast du zwei sehr klare Ideen, wie du das machen kannst. Und jetzt hast du so grobe quasi Ideen, einen groben Plan. Und damit der Plan exakt wird, schreibst du dir noch dazu auf im Detail, was heißt das. Also bei Leadgewinnern zum Beispiel, sagst du, ich brauche neue Leads, neue Kontakte. Dann sagst du, wie komme ich dazu? Da werde ich zum Beispiel über Social Media rekrutieren oder ich werde jetzt direkt Kontakt lernen, ich gehe zu Ausstellungen. Du schreibst dir so 20, 30 Sachen auf, was dir einfällt, was du alles im Detail machen kannst. Und schon kriegt dein Plan ein bisschen Übersicht. Also schreib dir auf, wie du das machen willst. Die besten Ideen nimmst du nicht alle, die besten. Dann überleg nur ein bisschen Detail, was gehört dazu. Schreib dir das dann auf und damit gehst du dein Quartalsziel an. Und du siehst ja dazwischen, kommst du deinem Ziel nahe. Und es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder du magst es nicht, was du aufgeschrieben hast, oder es funktioniert nicht.
Und wenn du nicht sensibel bist, dass du selber das erkennst, dann nimm dir einfach eine zweite Person, einen guten Coach, einen guten Trainer. Lass den das anschauen. Du wirst sehen, wie im Sport, auch im Berufsleben kann ein guter Coach sehr stark helfen, dass du deine Ziele leichter schaffst, weil er dann ehrlich zu dir ist und dir sagt, ob der Plan funktioniert oder nicht. Oder weil er dir nötigerweise mal den richtigen Kick gibt, den du dann vielleicht brauchst, um das auch umzusetzen, was du dir vorgenommen hast. Und damit haben wir eigentlich die wichtigen Dinge, die wir brauchen, um uns selber zu führen. Du weißt jetzt, wie wichtig es ist, ein klares Ziel zu am Anfang zu wissen, was wird das Ergebnis am Ende sein. Du weißt jetzt, dass man einen guten Plan braucht. Und wir haben vorher schon geübt, mit insgesamt 12 Übungen, wie setzt man den Plan um? Ich wünsche dir so viel Spaß beim Erreichen deiner Ziele und deiner großen Träume.